Liebe Freunde, ganz Nordrhein-Westfalen scheint ein riesiges Sumpfland zu sein. Und wenn Sie jetzt glauben, da gibt es irgendwelche großartigen Unterschiede zwischen SPD, CDU und FDP, ich kann Ihnen sagen, es ist alles das Gleiche. Seit 1949 gibt es das Land, seit 75 Jahren. Seit 75 Jahren wurde durchgesumpft ohne Ende. Ich zeige Ihnen mal die neuesten Skandale, die natürlich mit Freude von der AfD aufgenommen wurden und jetzt natürlich politisch verarbeitet werden, aber zu Recht. Denn was sich hier die Altparteien leisten, das ist wieder mal unglaublich. Also ich werde Ihnen hier einige Artikel einblenden und einige Auszüge aus der AfD-Rede und dann beurteilen Sie selbst. Aber ich sage, Sumpf ohne Ende. Jetzt geht's los. So, liebe Freunde, gucken Sie mal an. Pascha in Köln. Riesenwirbel um den größten Puff Europas. Oder sagen wir lieber Laufhaus, damit das hier nicht zu Irritationen führt. Spur führt nach China. Das ist das Ding. Ganz bekannt, gerade frisch renoviert, in Pink. Wie gesagt, während der Corona-Zeit muss es hier geschlossen haben. Das Pascha in der Hornstraße. Es handelt sich um das größte Laufhaus in Europa. So, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, größtes Haus in Europa. Aber wem gehört das Ding? Jetzt gehört es einer Chinesin. Und das wird schon sehr spannend. Denn ein Politiker der Altparteien hat mit einer Vollmacht und mit 11 Millionen Euro von der Chinesin für die Chinesin, also im Auftrag, das Ding gekauft. Und das scheint nicht nur das größte Laufhaus in Europa zu sein, da scheint sich noch viel mehr dahinter zu verbirgen. Offiziell betrieben wird es von André Wienstroh. Bla bla bla, und er hat es geändert und ein bisschen anders angestrichen. Aber nun kommt's, Pascha in Köln, Chinesin greift für 11 Millionen Euro zu. Laut Bild soll die deutsche Firma der Chinesin Jinghu das Freudenhaus im März 2011 für schlappe 11 Millionen Euro übernommen haben. Und wie gesagt, ein deutscher Altpolitiker hat es in ihrem Auftrag für sie mit Vollmacht gekauft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lege jetzt bewusst den Maßstab an, den Sie die letzten 6 Monate bei der AfD angelegt haben. Und insoweit haben wir heute einen Abgrund von Landesverrat in den Reihen der CDU/CSU, anscheinend auch in der SPD. Vor 3 Wochen haben Beamte eine Großrazzia in 8 Bundesländern durchsucht. 10 Verdächtige, mein Kollege hat es eben ausgeführt, wurden verhaftet. Dabei der Rechtsanwalt, was noch wichtig ist, Klaus Brockhaus, und der Kölner Rechtsanwalt Johannes Dehnert. Außerdem wurden mehrere Politiker festgenommen, meine Damen und Herren, von der CDU zum Beispiel der langjährige Landrat Werner Stump, von der SPD, und das wird gleich noch sehr interessant bei der SPD, der Geschäftsführer Jens Bröker, er soll 300.000 Euro Bestechungsgeld angenommen haben. Es geht um Schleusertätigkeit für reiche Chinesen, Inder und Araber. Nach Geldwäscheverdachtsmeldung, und das ist noch pikanter, von dem deutschen Konsulat in Kanton wurden Ermittlungen aufgenommen. Eine Frau Ling Yu aus Peking gab 11 Millionen Euro und eine Generalvollmacht für Herrn Bröker, ein SPD-Mitglied, über den Tod hinaus ab, um den Erwerb des Pascha in Köln, das größte Bordell Deutschlands, entsprechend zu ermöglichen. Darf ich die SPD nach den Maßstäben, denen Sie anlegen, jetzt offiziell auch die Ludenpartei Deutschlands nennen? Das ist doch hier die Tatsache. Und es scheint noch viel, viel krasser zu sein. Es scheint sich offensichtlich nicht nur um ein Laufhaus zu handeln, sondern hier werden offensichtlich auch noch mehr oder wenige illegale Einreisen und Einreisen von Spionen offensichtlich getätigt. Vor kurzer Zeit hatten mehr als 1000 Beamte von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft in 8 Bundesländern mehr als 200 Wohnungen und so weiter durchsucht. Auf jeden Fall halten wir mal fest, so wie es aussieht, haben offensichtlich deutsche Politiker von CDU und SPD Aufenthaltserlaubnisse für reiche Araber und für Chinesen besorgt, also Daueraufenthaltserlaubnisse, und haben dafür bis zu 360.000 Euro Schmiergeld genommen. Und das ist natürlich hier, wie auch im Express geschrieben wird, eine banden- und gewerbsmäßige Einschleusung von Ausländern
und das Ganze auf der Basis von Bestechung. Und der ganze Drehpunkt dieser Luxusschleusen waren zwei Anwaltskanzleien in Köln bzw. im Kölner Raum. Da sind die Anwälte mittlerweile festgenommen worden. Eine Person wird noch mit internationalem Haftbefehl gesucht, eine weitere soll laut Bild in Untersuchungshaft sitzen. Und wir blenden nochmal kurz ein. Werden chinesische Agenten und Agentinnen im Pascha untergebracht? Angeblich soll es Zusammenhänge zwischen den China-Aktivitäten und Spionageplänen geben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf erklärte der Bild, wir ermitteln in alle Richtungen. Also es scheint hier doch schon alles ein bisschen krass zu sein. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Auch Bild hat darüber berichtet. Schauen Sie mal hier. Gehörten drei Politiker zu den China-Schleusern. Da ist die besagte Chinesin. Und hier haben wir SPD-Politiker und CDU-Politiker. Sind alle erstmal vom Gesicht her geschwärzt. Aber da scheint doch einiges im Argen zu sein. Hier steht, die Rechtsanwälte Johannes D. und Klaus B. sollen ein kriminelles Netzwerk aufgebaut haben, um wohlhabenden Chinesen und Geschäftsleuten aus dem Oman Aufenthaltstitel zu verkaufen. Wahrscheinlich haben sie dafür auch Politiker bestochen. Jedenfalls, hier kommen wir auch wieder zum Pascha und so weiter. Auf jeden Fall scheint da eine ganze Menge dahinter zu stecken. Und wenn Sie sich jetzt nochmal Teile der Rede des AfD-Politikers hier ansehen, dann wird die ganze Sache noch ein bisschen aufgehellt. Auf jeden Fall scheint Nordrhein-Westfalen ein ganz gewaltiger Sumpf zu sein. Das überrascht mich nicht wirklich. Aber ja, schauen Sie selber und bilden Sie selber eine eigene Meinung. Nebenbei, laut Ermittlern in NRW haben rund 300 reiche Chinesen und Araber bis zu 360.000 Euro pro Fall nach Deutschland eingeschleust zu werden bezahlt und bei Politikern von CDU und SPD Aufenthaltsgenehmigung verschafft zu haben. Darunter sollen sich übrigens tatsächlich auch chinesische Spione befinden. Führt bei Ihnen jetzt die Spur nach Peking, Genossinnen und Genossen der SPD? Meine Damen und Herren, die nordrhein-westfälische CDU, und Herr Tebroke sitzt ja hier vom entsprechend betroffenen Kreisverband, erhielt dann sogar Spenden über 52.000 Euro. Unter anderem, Sie wollen ihn ja, Sie können sich jetzt aufregen, Innenminister Reul, meine Damen und Herren. Auch hier lege ich den Maßstab an, den Sie bei einer Unschuldsvermutung meiner Kollegen ja gar nicht anlegen. Natürlich muss ich dann behaupten, anscheinend ist der Innenminister des Landes NRW käuflich, meine Damen und Herren. So sieht's doch aus. Bei gleicher Fallkonstruktion würden Sie doch Ähnliches sagen. Das nennt man dann Doppelmoral, meine Damen und Herren, von den sogenannten demokratischen Parteien. Und die sogenannte öffentlich-rechtliche Presse titelte kürzlich Wir seien vaterlandslose Gesellen, meine Damen und Herren von der CDU/CSU. Das scheint wohl eher mit diesen Fakten bei Ihnen der Fall zu sein. In NRW sind mittlerweile Aufenthaltstitel bei Ihnen käuflich durch Spenden.